Skaffee-Gespenst. Am Lilienstehne um Mitternacht, da latschte Gespenst durch den Felsenschacht. Das rasselt mit irgendwas furchtbar dort rum. Die Leute, die flüstern, heide, heide geht's wieder um. Nun hätte ja mancher recht gerne erfahren, was der Geist da wärschte seit so vielen Jahren. Kein Mensch aus der Gegend konnte sich das erklären, was der in der Schlucht drinne hatte zu mehr. Bis endlich mal einer, Paul Bobsig aus Berne, sich ranschlich voll Mut und Vertrauen zu seinem Sterne. Kaum, dass es vom Kirchturm trat Mitternacht schlagen, kam prompt das Gespenst in ein Hemd ohne Krachen. Die knochigen Finger umkrampften ein Topp, ein Spirituskocher trug's um auf den Kopf. Dann hockte sie's hin unter den Lilien stehen und braute sich Kaffee. Kaffee, Kaffee, nee, roch der schön. Beseiert vom Dufte der göttlichen Tropfen, fing Paul an zu pläken. Hey, mir Öre schöppen! Hier ruft gab's einen Knall. Puff! Und der Geist war verschwunden. Paul Bobsig, den haben sie am Morgen gefunden. Der lag schwer verbriet in einer Kaffeelache, das war dem gestörten Gespenst seine Rache.